Na Mia, wie geht es dir heute? Kennst du Frosch noch? Da ist Frosch. Na, der wartet auch auf dich. Und manchmal setzt sich Frosch einen Hut auf. Dann sieht Frosch so aus. Frosch hat nämlich einen Garten. Und darüber lese ich dir heute etwas vor. Frosch war in seinem Garten. Hallo Frosch, rief Kröte, dein Garten ist wunderschön. Ja, antwortete Frosch, aber er macht auch viel Arbeit. Ich hätte auch gern einen Garten, sagte Kröte. Da schenkte Frosch ihr ein paar Samen. Steck sie in die Erde, dann wachsen sie bei dir auch bald und dann hast du Blumen. Kröte rannte nach Hause und steckte die Samen in die Erde. Jetzt müsst ihr aufgehen, sagte sie zu den Samen. Zehnmal marschierte sie auf und ab. Kam schon etwas aus der Erde? Nein, kein einziges grünes Spitzchen. Kröte beugte sich hinunter und rief: He, Samen, ihr sollt aufgehen! Aber es kam nichts heraus, kein einziges grünes Spitzchen. Kröte versuchte es noch einmal. Sie schrie, so laut sie konnte: Ihr sollt aufgehen! Frosch kam angerannt. Was machst du für ein Geschrei? Meine Samen gehen nicht auf, erklärte Kröte. Wenn du so schreist, sagte Frosch, fürchten sich die Samen und bleiben in der Erde. Sie fürchten sich? Fragte Kröte. Meinst du das wirklich? Klar, sagte Frosch. Lass sie ein paar Tage in Ruhe. Warte, bis die Sonne auf sie scheint. Warte, bis der Regen auf sie fällt. Dann gehen sie auf. Aber Kröte war ungeduldig. In der Nacht schaute sie nach ihrem Beet. Verflixt, sagte sie. Sie gehen nicht auf. Vielleicht fürchten sie sich im Dunkeln. Sie zündete Kerzen an für die Samen. Sie holte ein Buch und las ihnen eine Geschichte vor. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte sie zu den Samen. Am nächsten Tag, die Blumen waren immer noch nicht da, sang Kröte den Samen alle Lieder vor, die sie kannte. Einen Tag später, immer noch keine Blumen, las Kröte den Samen Gedichte vor. Am dritten Tag, auch da waren die Blumen noch nicht da, spielte Kröte für ihre Samen auf der Geige. Aber alles war vergebens. Die Samen gingen nicht auf. Was ist nur los? Jammerte Kröte. Die fürchten sich, aus der Erde zu kommen. So ängstliche Samen habe ich noch nie gesehen. Kröte wurde müde und schlief ein. Lange schlief sie, bis Frosch kam und rief: Kröte, Kröte, wach auf! Schau mal, was da wächst. Joi, rief Kröte, meine Samen. Endlich sind sie aufgegangen. Jetzt hast du auch einen schönen Garten, sagte Frosch. Ja, sagte Kröte, aber ich habe schwer dafür gearbeitet. Guck, so geht das. Hast du denn im Garten auch schon mal Samen in die Erde getan und gewartet, bis daraus Blumen kommen? Na, sag mal Tschüss, Kröte. Tschüss, Mia. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.